Inmitten der weiten Landschaft Mecklenburg-Vorpommerns entsteht ein Solarpark der Superlative. Barthoff. Der Solarpark hier ist meiner Kenntnis nach der zweitgrößte in Deutschland. Wir haben ca. 13 Einzelfelder. Mit einer Gesamtleistung von 260 Megawatt Peak gehört er zu den größten seiner Art in Deutschland und liefert künftig Strom für fast 100.000 Haushalte. Doch es geht um mehr als Energie. In Barthoff wurde von Beginn an mit der Natur geplant. Wir haben zum Beispiel einen neuen Entwässerungsgraben geschaffen, beziehungsweise es gab einen alten Entwässerungsgraben, der verrohrt wurde. Den haben wir wieder aufgemacht und haben den ans Geländebild mit angepasst. Zusätzlich haben wir Sichtschutzhecken knapp 12 Kilometer gepflanzt und eine Streuobstwiese haben wir installiert mit knapp 400 Obst- und Nussbäumen verschiedenster Arten. Sogar die beim Bau entdeckten Findlinge wurden bewusst zu Steinhaufen aufgeschichtet, als wertvolle Rückzugsorte für Echsen und andere Kleintiere. Die Anlage gliedert sich klar in zwei Bereiche. Barthoff West verläuft beidseitig entlang einer Autobahn, verbunden durch unterirdische Leitungen, für die die Trasse eigens unterbohrt wurde. Barthoff Ost besteht aus vielen kleinen Parzellen, die sich unaufdringlich in die Umgebung einfügen und die Bewegungsfreiheit für Wildtiere erhalten. Die über 450.000 bifazialen Module stehen bereits. Der Solarpark ist fast fertig. Und das Projekt ist noch nicht am Ende. Eine spätere Erweiterung ist möglich. Flexibel, effizient und nachhaltig geplant, um auf zukünftige Entwicklung reagieren zu können. Goldbeck Solar zeigt, wie grüne Energie und naturnahe Flächennutzung Hand in Hand gehen.